begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Video von mir. Ich bin Jenny, falls du mich noch nicht kennst, du findest bei mir alles rund um das Thema Haare und um Stylings. Und das letzte Video, was du vielleicht gesehen hast, falls du meinen Kanal aufmerksam verfolgst, war Katja ihre überkrasse, hammergeile Wig-Perücke, die ich eingefärbt hatte. Das war für mich das erste Mal, dass ich so eine Perücke eingefärbt habe, beziehungsweise so eine Farbtechnik umgesetzt habe. Und in diesem Video habe ich wieder eine neue Wig, die ich auch eingefärbt habe nach meinen Vorstellungen. Das heißt, es war wieder ein kleines Projekt zusammen mit Katja. Und sie hatte so ein bisschen ihre Vorstellungen. Ich konnte aber so von der Technik her das machen, wie ich das wollte. Und ich zeige euch jetzt, ja, wie ich das Ganze eingefärbt habe. Und dann gucken wir uns das Endergebnis an. Und dann übergebe ich ihr sie. Sie hat sie noch nicht gesehen und die Live-Reaktion seht ihr dann im Video. Ich habe Direktzieher verwendet zum Färben. Das sind auch Neonfarben diesmal gewesen. Also die leuchten zum Beispiel im UV-Licht in ganz vielen verschiedenen Tönen. Wichtig war, dass es halt wirklich von den Tönen her gut zusammenpasst. Und die Basis der Perücke ist wirklich sehr klar und hell. Das ist eine sehr hochwertige Echthaarperücke. Und ich habe dann bei meiner Farbtechnik verschiedene Techniken vereint, also von Face Framing, Color Melting, Ansatzlook, alles in einer Arbeit sozusagen. Das Ganze hat auch wirklich sehr lange gedauert und ich habe mir größte Mühe gegeben, dass das richtig sauber wird und am Ende halt einfach ein schöner, sauberer Verlauf wird, weil gerade bei solchen vielen Tönen ist es einfach wichtig, dass das nicht so abgehackt aussieht. Und auch beim Auswaschen und so muss man da einiges beachten, dass sich das dann nicht so verläuft, dass zum Beispiel dann unten das total reingewaschen ist oder so. Aber es hat alles gut geklappt und ich zeige euch jetzt mal, wie das Endergebnis geworden ist. Leider hatte ich nicht ganz so viele Aufnahmen beim Film, weil auf einmal dann der Speicher von meinem Handy voll war und ich dachte so, nein, weil ich habe das im Zeitraffer gefilmt, das kann man ja nicht nochmal machen, weil eingefärbt ist eingefärbt, aber ich denke so ein bisschen, was konntet ihr erkennen und jetzt zeige ich sie euch mal, sie ist neben mir hier und ich bin so, oh nee, schön, wenn man sein eigenes Zeug, was man macht, gut findet. Die Farbe ist so geil, also es sind so viele verschiedene Töne einfach durch diesen Verlauf und ich habe diesmal auch von der Technik her das ein bisschen anders gemacht, also das heißt vorne in dem Bereich ist das wie so eine Art Face Framing, also dass der Ansatz halt so dunkler ist, hier heller und dann wenn zum Beispiel mal sie einen Zopf trägt oder so, ist dann hier wieder, warte, ich halte mal ein bisschen weiter weg, ist es dann halt wieder dunkler, so, ne? Und in echt ist es halt mehr pink auf alle Fälle. In der Kamera kommt es rötlicher rüber und ich bin so gespannt, was Katja sagt, wie es ihr gefällt und vor allem, was sie daraus macht und was sie für Looks damit macht. Man denkt vielleicht, dass solche Haare nicht so schwierig sind einzufärben, aber im Gegenteil, also ein menschliches Haar, also ganz normal am Kopf, ist leichter und würde nicht so lange dauern als halt diese Perücke, weil diese Aufteilungen mit den Nähten, wo die Haare so geknüpft sind, das ist sehr kompliziert, das dann auch so satt aufzutragen und die Wahrscheinlichkeit, dass das dann halt fleckig werden könnte, ist halt sehr hoch und ja, ich wäre auf alle Fälle immer besser. Mal gucken, ob wir noch irgendwie eine machen und jetzt bin ich erstmal gespannt, wenn Katja gleich kommt, was sie sagt und ob sie ihr gefällt und Hair like fire, hair like fire. Wenn ich überlege, dass ich mal solche rote, also so rote Haare hatte, ist schon ein bisschen, oder gelb, ist schon ein bisschen verrückt. Oha, Alter, oh, ist auch so lang. Oha.
haben wir. Mhm. Also verschiedene Töne sind, sage ich jetzt mal. Ne? Wie viele also, sind denn das überhaupt? Was ich halt gut finde, guck mal, ja. Ich habe das so gemacht diesmal. Ja. Mhm. Wenn du die dann auch hast, das halt, jetzt zum Beispiel hier ist das so, ist ja, weißt mega. Du, also so ein bisschen wie so ein Verlauf. Richtig und nicht einfach nur so. Zeig mal die andere daneben, so welche ja. Flawless das ist. Blau doch. Ja. Mama. Krass, oder? Ja, und die ist schon sehr, sehr krank. Aber die ist ja auch krass. Mhm. Die ist krass. Die ist Feuer. Ja. Feuer ist die. Das ist wie so eine Flamme. Mhm. Geil. Ja, auch bei der bunten, wo ich ja. geschminkt habe, das ist wie scheiße. Und dann gestylt sich das auch krass aus. Ja. Und vor allem Locken müssen auch irgendwie immer rein, komischerweise. Mhm. Und ich finde, die wirkt halt auf alle Fälle so in der Kamera und also so richtig Neon. Das die wirkt, ich halt als cool. wenn die leuchten würde, na? Als wenn das genau. wirklich leuchtet. So richtig wie Neon irgendwie. Sehr krank. Mhm. Geil. Und wie lang die ist. Also ich bin echt gespannt, wie das aussieht, was dann. Du dann damit machen wirst. Ja, sieht aber cool aus auf jeden Fall. Mhm. Das ist so ein Gelb hätte ich halt echt gerne für die. Oder Orange, so eine Mischung. Mhm. Sowas. Mhm. Finde ich voll geil. Das ist wie, warte, also. Das ist das, ne? Das hier, warte, hier. Ja. Das ist ein Stück, weil ich müsste zwei Gelb nehmen, weil sonst wäre das irgendwie zu orange. Ey, das wird so geil. Massage. Oh, wird der Rocke verwöhnt. Oh. Eine Speed-Massage. Ich finde, machst du richtig liebevoll. Das ist wirklich echt mega liebevoll, wie du den streichelst. Ist das wirklich? Total. Nein, ne? Total. Aber also, der mag das. Nein, der mag lieber so langsam und ja, fest. Ja, sieht man ja. Genau. Er hasst es. Oh, okay. Die Frauen hassen diesen Trick. Perücke gefallen, also die Wig. Jetzt zu diesem Zeitpunkt, wenn ich mit euch erzähle, weiß ich noch nicht, was Katja daraus macht oder was ihr Look sein wird oder keine Ahnung. Ich muss das ja wieder ewig lange geheim halten. Jetzt im Video gucken wir das aber noch zusammen an, also wie viele Tage später das ist, weiß ich nicht. Aber so, wie gefällt euch die Perücke? Und dann muss ich auch mal noch sagen, dass Katja ihre Haare, ihre eigenen, wirklich ganz toll geworden sind, also super gepflegt, sie wachsen, kein gelbes Blond mehr, keine Flecken, keine mega abgebrochenen Haare, also sehr, sehr schön und da steckt wirklich eine Menge Arbeit dahinter, konsequente Besuche, also Besuche bei mir, wo wir immer halt das Gleiche verwenden, keine Experimente und eine gute regelmäßige Pflege, Hitzeschutz und dann, wie man sehen kann an ihr, ja, können die Haare auch wirklich wieder sehr schön werden. So, und jetzt geht's weiter im Video und wir gucken uns jetzt mal an, was nun aus meiner eingefärbten Perücke geworden ist.